Ja, nice. Okay, war ein kleiner Bug. Ja. Scheiße, so lange gedauert. Was glaubst du, was du tust? Du kannst nicht mit. Du hast noch was zu tun, bevor wir die Segel streichen. What the fuck? Amita muss verschwinden. Es ist Kyras Wille. Nur so können wir noch mehr Blutvergießen verhindern. Die Einstellung finde ich auch nicht gut. Ja. Sie ist ganz genauso wie Pagan. Tu, was du tun musst, Bruder. Ich wäre dafür, dass wir eigentlich beide umbringen. Das wäre eigentlich die beste Lösung. For real. Ja, sorry, ey. Was ist denn dann für eine Scheiße? Gerade er kommt er dann zu Babu rüber. Was ist das denn jetzt für eine Musik? Die kenne ich ja gar nicht. Ich meine, das ist doch jetzt. Sonst hat er keine Eier und jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal, oder was? Es gibt kein Radio mehr. Hallo, hallo. Womit kann ich heute helfen? For fuck's sake, diese Musik, ey. Kann mich jemand hören? Total. Die hat mich mega an Call of Duty. An den Story MW3. Ja, auch gerne gespielt. Und ja, ich habe Call of Duty Story gerne gespielt. Ich fand die gar nicht so schlecht. Außerdem hat es Spaß gemacht. Ich will die eigentlich nicht umbringen. Also ich finde, jetzt hat sie aber die gleiche Einstellung wie sie. Ziemlich drastisch. Viel zu drastisch für mich. Aber ich denke, ich hätte es aber am Ende auch töten müssen. Ah, ich würde sie beide gerne umbringen, ganz ehrlich. Es war auch drastisch, aber ja. Verdient es beide nicht. Naja, vielleicht stirbt ja Sabal noch. Boah, krass, die Wumme ist echt geil. Die Wumme ist echt heftig. Crazy shit. Du. Er schickt dich, um mich zu töten. Ich wusste, dass der Tag kommt, aber du? Wer sonst erledigt dir die Drecksarbeit? Guter Punkt. Das ist der Punkt. Genau, der nervt mich. Warum muss ich das machen? Er versteckt sich hinter seinem Glauben und Traditionen und du läufst ihm hinterher wie ein Schoßhund. Ich hab dir tatsächlich geglaubt, als du sagtest, dass du nur den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllen willst. Also, Sohn von Mohan, großer Held von Kyrat. Führ deinen Befehl aus, drück den Abzug. Es ist sicher der Wille Kyras. Habe ich jetzt eine andere Chance? Ich habe keine andere Chance, oder? Ich kann nicht mal zu meiner Maus. Ich konnte nur abdrücken. GG. Sorry. Bin mir nicht mal sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Amita ist ich kein wüsste Problem. Echt gern, was in den Dokumenten stimmt. Das werden die Götter tun. Du musst einen Diktator töten und den Krieg beenden. Ich hoffe. Das ist natürlich auch mega geil, dass ich von AKs die Munition nehmen kann. Ich hoffe, ich kann den Sabalaman auch killen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das ist, by the way, ein motherfucking geiles Geschütz. Das ist nämlich ein dickes Geschütz. Ich würde das Auto gerne mitnehmen, aber das ist so weit weg. Egal. Ja, wie gesagt.
Ey, Melo schießt auf den Motor. Oh, fuck. Scheiß die ganze Zeit überleben, ja. Hallo. Ja, wie gesagt, dass sie jetzt tot ist, finde ich eigentlich fast noch schlechter als alles andere. Keine Ahnung, ich überlege halt jetzt gerade, ob ich tatsächlich da die richtige Entscheidung getroffen habe, wobei es da wahrscheinlich keine richtige Entscheidung gibt. Weil hätte ich diesen Tempel-Dings zerstört, keine Ahnung, wie es dann weitergegangen wäre. Keine Ahnung, vielleicht werde ich es nochmal spielen, um das zu gucken. Oder ein Let's Play gucken, denke ich eher sogar. In einem anderen Let's Play. Weil, ja, keine Ahnung, es ist halt schon, sie jetzt zu töten, ist dumm. Und ich fand, er hatte schon eher das Verlangen, dass sie tot ist, als sie, dass er tot ist. Weil sie wusste, dass er dazu keine Eier hat, und das hat er ja auch nicht, weil ich bin ja irgendwie immer der Handlanger für alles, was mir auch nicht so groß gefällt, weil da hätte ich tatsächlich gern mal ein paar. Ups. Jetzt haben wir jetzt nicht dort überlebt, ja. What? Nee, und das gefällt mir nicht. Also ich hätte gern. Ja, warum muss ich das mal alles machen? Ich meine, dadurch entwickeln sich die Missionen, aber. Keine Ahnung. Ich würde mich freuen, wenn ich sie am Ende ihn auch noch killen kann. So wird das nämlich auf jeden Fall nichts mit Hyrat und danach. Das wird so bleiben. Endlich ein Streit und kein ewiges Hin und Her. AJ, wir haben auf dich gewartet. Alle bereiten sich auf den letzten großen Angriff vor. Gegen Pagans Festung. Das wird nicht einfach. Sind die Doppeldinger? Das wollte ich gucken, dass die Doppeldinger sind. Jo, da was hinten, du auch denkst, Zabal will immer nur das Beste für Kyrat. Da hinten ist er nochmal und da ist er nochmal. Ich glaube, es sind viermal die gleichen. Nee, fünf. Nee, das. Wir müssen weiter. Es ist gut, dass du uns bei dem Angriff hilfst. Oh nee, jetzt haben die echt mein Auto durchspawnt. Wobei der Truck wäre. Ich will den Truck ja nehmen. Weißt du was? Ich nehme den Truck, weil ich scheiß auf das Geschütz. Ich will den Truck fahren. Weil Trucks geil sind. Die sind aber ein bisschen schön wuchtiger. Ja, wie gesagt, bin ich zufrieden mit der Situation. Und ich weiß, dass ich ja eigentlich nur meine Asche verstreuen wollte. Aber ganz ehrlich, wäre ich in der Situation, würde ich sie beide killen und selber einfach der Herrscher werden. Was spricht dagegen? Ich meine, ich habe ja eigentlich alles gemacht. Das Volk wird mir schon folgen quasi. Und Geld machen, das ist kein Problem. Das ist doch. Komm. Was? Was? Krass, ich habe keinen Schuss abbekommen. Die haben einfach alle nicht auf mich geschossen. Halte die Typen mit dem Panzerfeuer auf! Lol, fail. Die Waffe gefällt mir echt ganz gut.
Ja, das ist wohl jetzt unser kleines Problem, oder? Zielt er mir drauf, das gefällt mir nicht. Denkt an euer Training, ey. Das Geilste ist einfach, man kann die Munition der Gegner halt aufnehmen. Dadurch, dass die Muni halt wie bei der AK ist. Oh, geil. Mach ich mal jetzt einfach. Das hat halt einfach so einen harten Vorteil. Das bringt einfach so viel, dass man die Muni da aufnehmen kann. Man kann sich aber mega viel Muni sparen. Wo ist denn der jetzt? Warte mal. Dafür wurdet ihr ausgebildet. Ich will die jetzt. Oh, was ist das denn für ein Tisch? Ich wollte eigentlich die Sticky machen. Wie sind die nochmal? Wie mache ich die nochmal Sticky? Ist die Frage. Nee, Sticky sind die nicht. Wieso mache ich das nicht? Sticky? Ich will Sticky. Sticky. Keine Ahnung mehr. Ah, Haft aus. Haft an. Ist schon an. Okay. So, jetzt machen wir immer eine Spritze. Herrscher, was ist das? Böse, du erleidest doppelten Schaden und richtest doppelten Schaden an Bäumen nicht. Erst hätte ich gut gegen Bossen nehmen können. Verringert den Schaden durch Kugeln und Knacke. Ah, fuck, jetzt hab ich das schon angehört, oder? Oh, fuck, Zeki, wie benutze ich die denn? Ja, wie benutze ich die denn? Ah, okay. Da hat man aber echt gar keinen Schaden erleidet. Die Idee mit dem Ding hätte echt früher kommen sollen. Die macht ja echt. Oh, fuck. Ich dachte, da wäre jemand drin. Oh, da habe ich. Ah ja, da habe ich wieder ein Lager in der Luft gejagt. So ein Ding ist da. Wischt, was wir meinen, oder? Was? Der hat's überlebt? What? Gib mal vor und kassiert den Damage. Mann, ich will da keinen vergessen. Ich will das nicht.
Wie ich manchmal aber gar nichts hätte. Das ist halt in diesem Spray-Ding besser. Also an meinem... Was? Die Waffenkammer? Achso, ich muss das irgendwie so rüber. Das sieht nicht nach einer Waffenkammer aus, aber okay. Bleib in der Zone. Okay. Ja, ich geb dir schon. Keine Sorge. No problem. Das kann ich nicht. Den kann ich aber nicht. Wird Overwatch. Das habe ich gerade die ganze Zeit gemacht. Sehr gut. Was? Ah, ich musste tatsächlich drin bleiben. Ich kann ihnen da nicht helfen. Okay. Ja, dann machen wir es auf die Art. Ist auch okay. Jagd. Ah, nee. Was ist das? Wenn es ein Schwimmsteiner Doppelschar ist, oder? Okidoki, ich hab die Bibliotheca. Wir haben das Kommandozentrum. Oder das, nennt es wie es wollt. Das ist für mich eine Bibliotheca. Eine kleine, schlechte Bibliotheca. Wir sind schon auf dem Weg. Get wrecked, Bitch. Deswegen halten die so viel aus. Alter, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Nein, shit. Nein, ich will... Das ist scheiße. Mann! Ich finde das so da auch so ätzend. Ey, der verbraucht die ganze Zeit... Fahrrad. Aim oder was? Der hat mir jetzt die ganze Zeit sie. Ich wollte nur das Feuer ausmachen, ja? Und was macht er? Er haut mir halt alle Medikits weg, die ich habe. Da fände ich es gut, wenn er dann auch mal, wenn er brennt, erst das Feuer ausmacht und dann heilt. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon. Was ist halt unnötig ist, weil wenn ich mich heile und dann noch brenne. Ja, krass! What the heck? Oh, es waren, ja, es waren die Wachen. Ja, hört nicht auf zu feuern. Ah, die sind krass, die halten echt krass viel aus. What? Haltet die Festung! Krass, krass. Von wo kommen sie denn? Sag mal doch, von wo sie kommen! Boah, krass, was ist da los? Get weg, Bitches! Das hat gerade so mega gerumpelt. Ich weiß nicht, was das war. Der hat aber auch eine Armee, ey. Der hat auch eine Armee.
Und das ist jetzt Tontaube schießen. Ich brauche WSD gar nicht. Oh, what the fuck? Ah, da oben. Okay, okay. Tschüss, Fahrer. Stürzt auf der, aus der offenen Tür. Aus der nicht offenen Tür, so. Hat der Winkel aufgehört, aber... Also. Was war das denn? Epic. Scheint wohl der letzte zu sein. Oh, nicht runterfallen. Would be very bad. Sie geben auf! Die Pesto gehört uns! Yeah! Boah, was eine Statue, so eine will ich auch haben. Da war gerade irgendwo. The Big Boss. Scheiße, wo ist die Anzeige? Da muss ich weiter wegstehen. Muss doch hier irgendwas klicken, oder? Ich kann die noch nicht einmal wegsprengen. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh lol, doch. Was? War das jetzt Pagans Zorn? What the fuck, was war das? An dein Usch. Komischer Shit. Gucken, ob ich versteht. What? Kann mir jemand erklären, was es ist? Was mich da die ganze Zeit tötet? Schlitze ich da mich? Bin ich zu inkompetent als Person dann doch? Um, oh mein Gott. Um da nicht mich aufzuschlitzen an dem, an dem Gold oder was? Oder darf ich das Gold nicht? Ey, Jay, warum? Was hast du gegen meine Abbilder? Na, all ja. Die Plakate, der arme Eric, mein Double, und jetzt das. Willst du mir damit was sagen? Soll ich das etwa persönlich nehmen? Diese Statue bestand aus purem Gold. Ja, dann nehme ich alles mit, danke, und fahr wieder nach Hause. Weißt du, wie viele Artefakte ich dafür einschmelzen musste? Weißt du, wie lange Eric dafür Modell stehen musste? Nun ist es, wie es ist. Krass. Essen ist fertig. Essen ist fertig. Das Tor ist offen. Ich bin auf dem Weg zum Palast. Die königliche Garde greift an. Sie können dir nicht helfen. Ich gehe rein. Kühner sei mit dir, Bruder. Ah, hat ein gutes Geschütz. Das ist natürlich ganz gut. Ich habe irgendwie Angst, dass mir das Video weggestrikt wird wegen der Musik. Das hört sich nämlich ziemlich offiziell an. La 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 la. Ich weiß, ich kann gut singen. Aber ich kenne das Lied auch leider nicht. Da 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 da. Aber die Melodie, die ist schon mal ja, einfallsreich. Muss man hier einfach sagen. Ich glaube, das ist die Endes. Eine Fahrtmusik. So, lenk für mich, Bitch. Kein Bock. Jetzt muss ich gar nichts mehr machen, glaube ich. Doch W drücken, damit er schneller fährt. Jetzt lenkt er nämlich tatsächlich von selber auf.
hoffe, ich bin hier richtig. Also, Fallhilfe, du weißt, was du musst. Ich nämlich nicht. Ich drück nämlich nur W. Wow. Bitch, please. Wird das mein Haus? Ich mal anklopfen. Hallo. Schöne Bude. Komm rein.